Ja, hallo, ihr Lieben, Christian Schmeier, Paterapeut, Beziehungscoach, Diplompsychologe und so weiter. Mein neues Buch über die drei Dimensionen der Liebe. Auch in deiner Buchhandlung, sorry. Erhältlich. Ja, wir haben heute mal ein ganz lustiges Video und zwar reagiere ich mal auf einen Weltartikel. Ich verlinke den ja auch drunter. Hat mich jemand von euch geschickt. Vielen Dank. Könnt mir gerne mal so coole Sachen schicken. Und da geht es um folgendes Experiment. Eine, vermute mal, Künstlerin, Performance-Künstlerin, gucke ich gerade nochmal. Ja, Performance-Künstlerin, genau. Macht folgendes Experiment. Sie packt sich mit so einem Mann zusammen. Müsst euch auch echt mal die Fotos dazu angucken. Das ist, glaube ich, dann kommt man auch noch mehr rein in dieses Thema, glaube ich. Nicht, dass das jetzt irgendwas Besonderes wäre, aber ja, irgendwie gibt das ja auch mal so einen Vibe wieder. Und genau, die hat, also witzigerweise auf der Tinder-App, ob das jetzt so eine gute Idee ist, weiß ich nicht, aber sie hat sich halt irgendjemand gesucht und hat gesagt, so mit dir werde ich jetzt zusammen sein, um zu zeigen, Liebe ist nicht nur sowas Romantisches, das kann man auch planen. Und das ist irgendwie gar nicht so luminos. Und gut, jetzt wissen wir natürlich, an dieser Planung sind schon ganz andere gescheitert. Hochzeit auf den ersten Blick kämpft da ja auch immer wieder drum um dieses Thema. Und ja, klar, es gibt dann, ich weiß es nicht gerade nicht genau die Quote, aber ich glaube, die ist recht gering in dieser Sendung, in dieser Netflix-Geschichte. Ist, glaube ich, ein bisschen höher, die Rate. Wobei da, ja, wie heißt das jetzt nochmal, diese Netflix-Geschichte? Die verlieben sich ja so auditiv quasi, aber da soll die zweite Staffel so krass gewesen sein, keine Ahnung. Ja, also die tun sich einfach zusammen und der hat auch dann zugesagt, den sich da ausgeguckt hat. Und zwar beinhaltet dieser Vertrag viermal Sex pro Monat. Zärtliche Berührung, die Familie des anderen kennenlernen, ein gemeinsamer Instagram-Account, mindestens 32 Stunden, das ist schon irgendwie so unromantisch, aber soll es ja auch sein, mindestens 32 Stunden gemeinsame Zeit im Monat. Können wir mal überlegen, es ist jetzt quasi nur die Woche, also ist schon auch echt wenig, finde ich. Und eine Paartherapie, also wo ich so denke, ey, Leute, immer diese komische, wofür denn eine Paartherapie, wenn man sie noch gar nicht kennt? Dann soll es doch laufen. Und es ist ja auch so ein Irrtum, dass so eine Paartherapie grundsätzlich Beziehungen besser macht, wenn sie sowieso nicht funktionieren oder wenn sie sogar gut sind. Also natürlich gibt es auch so präventive Konzepte, aber eigentlich ist Paartherapie, wenn es knallt, ne? Und wenn man sich immer noch mag, aber es knallt. Und die wissen ja noch nicht mal, ob sie sich mögen, was da eine Paartherapie bringen soll. Ich weiß es nicht. Also ein Vertrag einer qualitätsvollen Liebesbeziehung. Und ja, und da gab es noch, das haben sie dann auf Instagram zelebriert. Und da gab es dazu noch, muss ich mal gucken, haben sie natürlich dann verfolgt über ihren Instagram-Account. Und was wollte ich jetzt sagen? Ich gucke gerade nochmal einen Artikel rein. Ja, also auch egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Wer hätte es gedacht, das hätte nicht funktioniert. Da wird leider in dem Artikel jetzt nicht so viel drauf eingegangen, mehr so auf diese ganzen gesellschaftlichen Projekte. Sie will auch ein Buch drüber schreiben. Klar, sie ist Performance-Künstlerin, ist ja auch eine lustige Idee irgendwie. Die Idee war halt, dass man halt auch so einen Vertrag machen kann, weil das in allen anderen Lebensbereichen ja auch so funktioniert. Ja, jetzt ist es so, meiner Ansicht nach eine völlig abwegige Idee, irgendwas verbessern zu wollen, grundsätzlich, was die Natur uns seit zehntausenden Jahren eingebaut hat. Mein Gott, ich meine irgendwie so zwei Kanarienvögel oder so, die müssen auch kein Buch lesen, wie man datet, die machen das einfach, ne? Was da stammesgeschichtlich in sie eingearbeitet ist, das machen wir Menschen auch seit Generationen. Das funktioniert ja auch, wenn es nicht funktionieren würde. Hätten wir einen genetischen Druck, dass wir da irgendwas ändern, sage ich mal. Aber natürlich ist die menschliche Körperlichkeit überlagert von Kultur. Natürlich können wir das da was machen. Und natürlich, das ist ja auch viel Teil meiner Arbeit, können wir ein Veto anlegen. Ne? Wir können sagen, okay, ich bin jetzt in jemanden verliebt, aber der tut mir nicht gut.
Und ich lege da quasi ein Veto ein, ich gehe da raus, ich entliebe mich, einfach weil es mir nicht gut tut. Ne? Aber ob das jetzt andersrum eine gute Idee ist, ich erwarte auch gar nicht auf ein Ja von meinem System, sondern mache da halt einen Vertrag. Das finde ich keine gute Idee. Das ist, als wenn du irgendwas essen musst, was du einfach nicht magst. Also was dein System dir sagt, was gut für dich ist, dass du das von vornherein sagst, nee, also auch ohne Grund quasi, nee, mache ich nicht, scheiße ich drauf, ich suche mir irgendwen und ich würfel. Ja, keine gute Idee. Nicht, dass es nicht nie klappen könnte, weil, was weiß ich, wenn du jetzt so ein Dorf hast von 20 Leuten und man kann da nicht rausreisen und es gibt auch keine Autos und keine Pferdekutschen. Ja, wenn sie sich auch irgendwie gedatet haben, die Leute, mit denen man viel Zeit verbringt, ja, steigen natürlich die Chancen, dass man sich in denen verliebt auch. Ne? Man verliebt sich immer gerne in das, was man so täglich sieht. Und ja, aber das machen die ja auch nicht, ne? Diese 32 Stunden im Monat ist ja, mein Gott, das ist ja eigentlich gar nichts, ne? Das ist ja so ein Wochenende, ne? Und ich glaube, es wird jetzt mehr bringen. Da gibt es ja auch Stoff drüber, zum Beispiel diese 36 Fragen zum Verliebtsein zu machen. Oder es gibt auch so wirklich so coole Kontaktübungen. Wenn ihr mal mehr wissen drüber wissen wollt, kann ich auch gerne mal was zu machen. Wo man sagt, hey, wir machen jetzt mit jemand, der eigentlich fremd ist, machen wir Übungen, die einen mehr in Kontakt bringen. Ne? Was, glaube ich, Netflix da damals ganz gut oder einigermaßen gelungen ist, ne? Über eben diese Gespräche, die die geführt haben, stundenlang. Ja, das macht schon eher funktionieren. Also ich glaube schon, dass sich dieses System irgendwo beeinflussen lässt, sage ich mal. Ne? Aber es gibt eben auch Punkte, da kommt man nicht drüber hinweg, ne? Wenn man jemanden nicht riechen mag, wenn man die Ausstrahlung überhaupt nicht mag. Aber sicherlich gibt es so einen gewissen Spielraum, ja. Und aber da gibt es ja schon bewährte Sachen, um diesen Spielraum eben auszuloten oder auch zu verbreitern. Was gibt es da? Das Date. Hoho, da gibt es ja schon längst was. Das Date, weil das ist ja genau der Ort. Hangout, have fun, hook up, wo man, ja, diese natürliche Distanz, die man zu den meisten Menschen hält, wo man guckt, kann ich die überwinden? Kommen wir in so einen gemeinsamen Flow rein? Und also viel von unserem Datingverhalten ist eben, darf man ja heute nicht mehr sagen, aber ist auch stammesgeschichtlich angelegt. Also ich lese da gerade ein super spannendes Buch von der Helen Fischer drüber, die hat da ganz viel zugeforscht. Und ja, man kann eben sagen, wie datet der Mensch, wie datet der Hund, wie datet die Katze. Ja, da gibt es, oh Wunder. Ja, jetzt werden vielleicht ein oder andere sagen, ja, aber es gibt doch auch arrangierte Ehen in Nordwest-Südaustralien und da nehmen ja schon die Apache-Mormonen und machen das schon seit Ewigkeiten. Ja, also ich glaube, ich meine, ich habe ja auch mal in Bethlehem so eine Fortbildung gegeben für palästinensische Eheberater und Eheberaterinnen und da gibt es das auch noch und die haben jetzt nicht gesagt, dass sie das so geil finden, kann ich jetzt mal gleich sagen, die würden auch lieber daten, wenn sie wollen. Und aber ja, natürlich kann darüber viel Zeit verbringen und gemeinsam durch dick und dünn gehen. Ja, kannst du natürlich auch mit jemandem, der dir zugeteilt wurde, in den Dating-Prozess gehen und ja, und kannst dich sogar auch in den verlieben. Das funktioniert natürlich, aber wie gesagt, es ist so, dass wir von der Natur aus nicht jeden gleich gut finden. Und das ist ja auch gut so, sonst würde man ja nicht sagen, auf jedem Topf passt ein Deckel so, ne? Also diese ganzen Versuche, ich sehe das auch mit Graus, wäre das auch, ich sitze ja gerade schon in der Vorphase so für mein viertes Buch, das wird auf jeden Fall um solche Themen gehen. Also wenn ich das so sehe, wo die Welt da gerade so hinsteuert, aber gut, will jetzt auch nicht so 80er-mäßig rüberkommen hier. Ich kann es vieles nicht nachvollziehen und ich glaube, viele Menschen können es auch nicht nachvollziehen, was gerade so, was gerade so modern ist und was einem vorgesetzt wird, wie das jetzt sein soll, dass wie Männer und Frauen daten, was alles nicht sein darf und was gecancelt wird. Ja, ich glaube, da wird das Kind ein bisschen im Bade ausgeschüttet. Da gibt es sicherlich gute Aspekte, aber so in dieser Breite, glaube ich, ist das nicht, was die Menschen wollen. Und noch sollte man so eingreifen in etwas, was eigentlich schon lange gut funktioniert. Man kann sich ja einfach, grundsätzlich können sich ja alle Menschen netter und lieber verhalten und gegenüber der Erde vielleicht auch besser verhalten und vielleicht nicht so viel die anderen bescheißen und belügen und ich weiß nicht was.
dann wäre schon viel gewonnen. Da braucht man nicht unbedingt, glaube ich, am Datingverhalten einsetzen. Ne? Klar kann man das ein bisschen tweaken, kann seine Chancen verbessern, das ist ja alles wunderbar. Aber das ist ein bisschen so eine Kopfgeburt. Aber trotzdem interessant. Guck gerne mal rein und wir sehen uns bald wieder.